Hallo Leute und herzlich willkommen zurück auf The Minecraft zu einem kleinen Tutorial. Heute möchte ich euch zeigen, das hier, eine Tür, die, sobald man sich ihr nähert, automatisch ohne Bodenplatte aufgeht. Coole Sache. Um das Ganze zu bauen, setzt es allerdings voraus, dass ihr von Beginn an der Welt Cheatcodes erlaubt habt. Ihr könnt das Ganze im Survival machen, allerdings müssen Cheatcodes erlaubt sein, denn um diese Tür zu bauen, müsst ihr einmal kurz dann in den Creative jumpen. So, ich bin jetzt in Creative drin, denn wir brauchen ein besonderes Item, den Kommandoblock, wie wir hier sehen. Wenn ihr den nicht habt, dann einfach im Chat eingeben, slash, give, Leertaste 137, Leertaste 1 und ihr erhaltet den Kommandoblock. So, wie wird das Ganze jetzt gebaut? Ist relativ leicht. Hier ist unsere Tür. So, und dann müssen wir 1, 2, 3, 4, 5 Blöcke zur Seite graben. Das können wir auch auf der anderen Seite machen, ist aber egal. Ein Redstone-Computer muss in den Stein der Tür gucken, auf dem Boden. Dann den Kommandoblock, dann noch ein Redstone-Comparator, der in den Kommandoblock reinguckt. Dann setzen wir hier einen Stein hin, bauen an den Stein einen Hopper und an den anderen Stein, wie wir sehen, geht nicht. Deshalb müssen wir in der 1.6 drücken wir da Shift, so, dass man dann in die Beuge geht, kennt ihr sicherlich. Dann kann man den mit Rechtsklick dran bauen. Solltet ihr jetzt gerade zuschauen und es ist derzeit die Minecraft 1.7 schon raus oder noch eine höhere Version, soweit ich weiß, geht das da mit der Shift-Taste nicht mehr. Ich glaube, da gibt es eine andere Taste für. Also dann müsst ihr euch mal schlau lesen, wie das geht. Wichtig ist halt, dass die beiden ineinander gucken. So, und dann werfen wir irgendeinen Block da rein. Wichtig ist, dass es ein Block ist, deshalb bauen wir mal schnell über die Command-Blöcke mit dem gleichen Trick Steine drüber. So, jetzt müssen wir hier beim Kommandoblock noch etwas eingeben. Wie wir sehen, es passiert ja erstmal nichts. Und zwar Rechtsklick. Das können wir nur im Creative machen, wenn wir auch Cheatcodes haben. Test for Leertaste. Jetzt machen wir Add P, wer es nicht weiß, Add Zeichen, Steuerung, Alt, Q, P. So, Add P. Was macht er jetzt? Er testet den nächsten Spieler zum Command-Block aus. Allerdings begrenzt sich der nächste Spieler auf die komplette Welt. Das heißt, erst wenn ich die Welt verlasse, würde der jetzt ausgehen. Dann müssen wir den Spieler definieren. Drücken wir wieder Steuerung, Alt und die 8. Somit machen wir eine eckige Klammer auf. Jetzt geben wir ein kleines R gleich 4 und Steuerung, Alt, 9, eckige Klammer zu. Sieht das Ganze so aus, Test for RP, R gleich 4 und das R, wer hätte es gedacht, steht für Radius. Das heißt, ein Spieler im Radius von 4 Blöcken um die Tür wird getestet. So, wie wir sehen, bin ich in diesem Radius drin, öffnet sich die Tür, der Radius beginnt ab hier. Sobald ich darin bin, Tür offen, nicht mehr offen. So, ich glaube, das ist der Radius. Ne? Genau. Bei Minecraft ist ja alles in Blöcken angegeben, also ist ein Radius von 4. Ich bin echt schlecht. Das hier, diese Steinmauer hier, wäre der Radius von 4 Blöcken. Sobald ich mich innerhalb dieses Radiuses aufhalte, hier nicht mehr, sehen wir, ist die Tür offen. Klappt wunderbar. Ich finde, das Ganze ist relativ cool zu bauen. Jetzt können wir das Ganze noch schön verstecken, indem wir das Ganze hier so drauf bauen. Wenn ihr das auf dem Server machen möchtet, dann sprecht ein Admin an, damit der Admin einen Kommandoblock dort hinsetzt und die Eingabe macht. Den letzten Rest könnt ihr selber bauen. Wie gesagt, es ist ja nicht viel, es ist ja nur dieses kleine Test for RP, R gleich 4. Das, glaube ich, wird ein freundlicher Admin tun, zumindest ich würde es tun. Und schon habt ihr eine völlig automatische Tür ohne Bodenplatte und ehrlich, das ist mega cool. Vor allen Dingen, der größte Vorteil, diese Tür wird nicht ausgelöst von Zombies oder Villager. Nehmen wir jetzt einfach mal einen Zombie. Wir sehen, das Zombie kommt hier hin und die Tür wird nicht ausgelöst. Das heißt, ihr seid sicher. Automatische Tür ohne Bodenplatte und nur der Spieler kann sie auslösen. Ich bin ehrlich gesagt begeistert. Das war's auch schon wieder und wir sehen uns dann im nächsten Video. Ciao.